Aha. Na, Pelle, liest du wieder im Digital Detox Buch von Anitra Egler? Ja, genau. Und gestern, Leute, haben wir im Internet einen Live-Vortrag von Anitra gehört. Schönen Dank nochmal. Da hatte ich wieder ganz neue Erkenntnisse. Ja, erzähl mal, was hast du denn für neue Erkenntnisse? Naja, wir wussten schon aus dem Buch, dass wenn man das Handy neben sich liegen hat, man nicht so konzentriert arbeiten kann. Darüber haben wir schon mal in einem anderen Video berichtet, dass Studenten nur dann am besten arbeiten konnten, wenn das Handy gar nicht im Raum war. Ja, genau. Und was hast du jetzt gestern noch Neues dazugelernt? Jetzt haben Wissenschaftler herausgefunden, dass die Anwesenheit des Handys den IQ des Menschen um 15 Punkte senkt. Leute, das ist doch erschreckend, oder? Das heißt, wenn das Handy neben euch liegt, könnt ihr nicht mehr so konzentriert arbeiten, aber vor allem in der Freizeit könnt ihr euer Leben auch nicht mehr richtig genießen. Ja, deshalb ist es wichtig, wie wir immer sagen, lautlos, Flugmodus oder am besten ganz wegpacken. Und ich habe noch gelernt, dass der sogenannte Rebound-Effekt, Oh, was heißt das denn? ja, das ist die Zeitdauer, die der Mensch braucht, wenn er sich durch das Handy ab lenken hat lassen, bis er sich wieder auf die Aufgabe konzentrieren kann, die er vorher gemacht hat. Vorausgesetzt, er kehrt überhaupt zu der Aufgabe zurück. Kann auch passieren, dass er gar nicht mehr dahin kommt, wo er vorher mal war. Ja, also dieser Rebound dauert 15 bis 18 Minuten. So lange braucht man, wenn man abgelenkt wurde, bis man wieder bei der Sache ist. Erschreckend, oder? Denkt mal drüber nach.